Guck mal, woran erinnert euch das, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Guten Morgen, Leute. Heute mal direkt aus dem Bett nach dem Aufwachen. Ich mache immer das Fenster auf in der Nacht, egal wie kalt es ist. Und morgens denke ich mir dann immer nur so, wieso hast du das getan, Shanti? Das war keine gute Idee, weil es dann so arschkalt in meinem ganzen Zimmer ist und ich nur so unter der Bettdecke überleben kann. Und ich muss euch was erzählen. Seht ihr das? Es ist auf jeden Fall passiert. Da. Ich kann einfach nicht schlafen, ohne irgendwie meine Augen zu reiben oder so. Wie soll ich das da rauskriegen, ohne... Ich glaube, das ist nicht meins. Ich hatte schon einen Auffülltermin gemacht, aber ich glaube, den sage ich einfach ab und sage so, nö, kein Bock mehr. Ja, aber auf jeden Fall, ich sag euch, es ist echt stressig. Vor allem, weil es sich auch gar nicht, es fühlt sich auch nicht wie natürlich Wimpern an, sondern so richtig hart und pieksig. Naja, und ich habe geträumt, ich bin morgens auch mal so fertig glänzend. Ich habe geträumt, dass mein Vater nach Deutschland gekommen ist, weil das sein Plan ist dieses Jahr. Er will nach Deutschland kommen, ich freue mich voll. Und dann seht ihr ihn hoffentlich auch wieder und ja, das wird cool. Auf jeden Fall habe ich geträumt, dass er nach Deutschland gekommen ist in so einen richtig süßen Wintermantel und hatte so einen richtigen Opa-Mantel. Und war so eine Szene im Traum, wo er so vorgegangen ist und es hat hier geschneit und so und dann war da so Glatteis und dann ist er so voll ausgerutscht und ist da so irgendwie so rumgehampelt. Und hat sich dann irgendwann plötzlich einfach in den Schnee gelegt und hat so telefoniert mit irgendwem. So, alles klar, Papa? Ja, auf jeden Fall, falls du das siehst, Papa, ich hoffe, du rutschst nicht auf Glatteis aus. Aber ich denke, wenn er im Mai oder im Sommer kommt, dann wird das nicht der Fall sein. Ich habe Halsschmerzen, Halsschmerzen des Todes. Kennt ihr das, wenn man aufwacht und sich und schon weiß, dass man Halsschmerzen hat und sich nur so denkt, so, oh, scheiße, verkackt. Hello, it's me. I'm a cat. Achso. Hello, can you hear me? Okay, das war's mit Adele, sonst heul ich noch. Wenn man so Extensions hat, dann braucht man sich eigentlich gar nicht mehr schminken. Ich meine, klar, jetzt sehe ich etwas fleckig aus überall, aber so generell fresh to go. Ich meine, ihr müsst euch natürlich eh nicht schminken, ihr seid alle wunderschön, so wie ihr seid. Ich überlege die ganze Zeit, was ich für Outfits anziehen soll, weil ich glaube, wenn das Lookbook rauskommt, dann ist es schon wieder etwas wärmer. Außerdem bin ich eh in dem ganzen Video so relativ dünn angezogen, weil ich bin aber auch so, dass ich, wenn es Winter ist, ziehe ich immer nur ein T-Shirt an und darüber meine Winterjacke und das ist dann mein Winteroutfit. So. Deswegen, ich bin nicht so der Typ, der sich 10.000 Schichten anzieht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für ein Typ seid. 10 Arten von Menschen im Winter. Ich habe ein Bild von mir gefunden, das sieht so aus. Und da trage ich so richtig fettblauen Eyeliner und so. Ich habe eh voll als Kind euch voll Make-up voll geliebt. Ich wollte mich immer schminken und so. Und ich habe überlegt, ob ich so eiskalt einfach so ein Tutorial zu dem Look mache. So get the look from Shanti Tan. Und dann so einfach das hier. Ich weiß nicht, ob das witzig wäre. Also ich parodiere das quasi so ein bisschen. Einfach so ein sarkastisches Video. Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt und ob es vielleicht dann nicht, doch nicht witzig ist. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann so, dass ich so denke, ah, das wird voll witzig und dann dreht man das so und denkt sich so, nein, Shanti, nein, du bist nicht witzig. Hello, it's me. Meine Haare riechen gut. Oh, seht ihr, das ist das Problem. Es bleibt immer in den Wimpern hängen. Not good. Wie normale Leute Mandarinen essen? Lecker. Wie Shanti Mandarinen isst. So, Jan wieder mit am Start. Was soll ich mitnehmen? Kannst du jedenfalls mal versuchen rüberzukommen. Ich muss jetzt hier rüber, Leute. Oh, ist ja gar nicht so schwer. Gut, dass ich relativ lange Beine habe. Sehr gut, sehr gut. Ich dachte schon so, jetzt voll der Fail-Vlog, ich breche mir so mein Genick oder so. Ach, das ist ja cool. Das ist ja ein runder Weg. Ein gewählter. Ja. Easy für Jan. Guck mal, Jan, ich habe noch so eine Cap mit, aber ich glaube, die ziehe ich erst später auf, weil ich glaube, die passt jetzt nicht zur Jacke irgendwie. Was ist für eine Cap? Die Adidas. Oh, die Adidas Cap. Okay. Die Adidas Cap. Ja, okay, ja. Aber mache ich erstmal so. Mach erstmal so. Okay, wo stelle ich euch denn jetzt wieder hin? Immer muss ich euch irgendwo hinstellen. Das wirklich nervt. Fällt da locker runter. Okay, ich glaube, so müsste es gehen. Bitte fällt nicht runter, danke. Mal ungefähr bis zu dieser großen Säule und dann auf die linke Seite. So, jetzt. Nein! Falsche Schuhe an. Ist voll rutschig hier, ne?
Okay, und jetzt kommst du mir entgegen. Okay. Und mich in Alles klar! Alles klar! Warte, nochmal, nochmal. Okay, jetzt versuchen wir nochmal. Ich finde das Dreieck ganz geil. Ja, stimmt. Stell ich mal hier hin. Okay. Ja, nächstes Mal, wenn wir schwimmen, bringe ich dir ein Kissen mit an der Decke oder direkt so eine Matratze oder so. Ihr seid ja auch noch da. Die ganze Zeit? Ja, ich vergesse es immer. Ich vergesse euch immer, Leute. Guck mal, der Jan. Wieder mit vollem Körpereinsatz. Ihr könnt jetzt mal aus seiner Perspektive. Oh. Hello. Oh, <no. lacht> Hier hin? Oh shit. Nein, deine Hose wird bestimmt dreckig. Ja, ich mach so. Das ist ganz geil eigentlich. Ja, sieht gut aus. Ja, irgendwie so ein alter Flugger. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Ja, dancing, dancing. Nein, sag nicht, dass mein Handy wieder ausgegangen ist. Nicht dein Ernst. Leute, vorgestern waren wir auch unterwegs. Ich glaube, es liegt echt an der Kälte, kann das sein? Kann das sein? Ja, das ist. Und mein Handy ist einfach ausgegangen, jetzt ist das schon wieder passiert. Oh, fuck you, Apple. Ganz ehrlich. Unnötig, ja, mach mal Musik. We need music here. Wir gucken uns gerade die Aufnahmen an. Ich bin so komisch vor der Kamera, Leute. Ah, okay, jetzt ist schon vorbei. Stelle. Ich kann nochmal zurück. Ich sag gerade so, ich mache immer so komische Sachen vor der Kamera, kommt das. Yeah, ich bin Shanti, ich bin cool. Da bin ich auch so 100-mal ausgerutscht ungefähr. Das sieht trotzdem cool aus. Nur am Lachen. Machst meinen ganzen Film kaputt. Und hier ist es zum Glück warm, weil meine Hände sind schon wieder eingefroren. Ich bin wieder tot. Ich heule immer voll rum, meine Hände sind tot. Aber wieder Ombre-Hände, Leute. Das ist der neue Trend, so Ombre-Hände. Kennt ihr schon? Das sind Ombre-Hände. Nee, als wir das Shooting im Schnee hatten, habe ich so die Bilder angeguckt, dann fällt mir so auf, dass meine Hände einfach komplett ab den Fingern rot sind. Und dann habe ich so ein Bild gepostet und alle so, oh mein Gott, deine Hände. Ich so, ja, das sind Ombre-Hände. Und jetzt wollten alle ein Tutorial dazu haben. Also geht einfach raus, Leute, zieht alle Sachen aus und dann stellt euch ein paar Minuten dahin. Alter, wir sind gerade so mega am Abkacken beim Angucken dieser Aufnahmen. Was mache ich da? Guck mal, woran erinnert euch das, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Oh yeah, der Blick. Nice. Leute, von allen Bildern, die Jan gemacht hat, ist das alles richtig geil. Bis auf das, wie ich gucke. Aber das wusste ich noch nicht. Yeah. Ach nee, jetzt gehe ich in die Fische. Oh Mann. Was soll ich immer mit meinen Haaren? Wieso mache ich meine Haare immer so? Guck mal, ich habe Haare. Jetzt. Yes. Jan und ich sind jetzt noch kurz in die Stadt gegangen, weil wir beide so
Hunger haben. Und ich habe mir jetzt erstmal so einen veganen Couscous-Salat geholt da unten. Bei der Passerelle ist so ein... Alter, das ist ja schmerzhaft gewesen. Ich bin so heul, ne? Ist da unten so ein neuer Laden, so ein Healthy-Laden. Und da habe ich mir einen Couscous-Salat geholt. Und Jan schnurrt jetzt Internet. Ich bei Apple. Und alle gucken mich an. Ja, das struggles real. Er hat nämlich auch Snapchat, also falls ihr ihm auf Snapchat folgen wollt, der heißt da Jan Nase. Denn er hat eine Nase. Yeah.